damit erstmal, dass die Füße zusammen sind, die Knie zusammen sind, weil das Schwierigste wird erstmal, dass die Füße nicht auseinanderfahren. Ne? Wer sagt, ich bin guter Skifahrer, da Kenntnisse hat, kann von mir aus auch anfangen und im Stehen. Dann wird sie hier nicht gegen Bande fahren. Also, gerade gut. So, jetzt gehst du in die Hucke. Beine fassen. Tschüss. Die hält sich fest. Ne? So, und so bleibst du jetzt sitzen. Schön die Knie nach vorne drücken. Fertig? Ja. Los geht's. Los. Boah. Alter Schwede. Gut, prima. Ja. Jawohl. Jetzt können sie echt schneller. Das ist so im Schnitt aktuell mit den Kleinen mache ich immer drei Abfahrten auf dem Hang. Konzentration, ja? Die Füße nicht so vorbringen. Und bis an die Kante ranfahren. Ich hätte jetzt auch dazu, zu früh wegzuspringen. Ja, und dann fehlt dir der Ski. Woo! Jawohl, 8 Meter!